So, dann wollen wir mal gucken, was mal wieder an neuen Ruskins auf dem Markt ist. Ich grüße euch erstmal. Ja, was haben wir? Bandit Head Wrap. Das sieht schon mal ganz nice aus, das Ding. Ja, für 90 Cent könnte man das eigentlich mitnehmen. Ich weiß aber noch nicht so genau. So, Cold Hunter MP5, 2,65 € ist zu teuer. Meine MP5, die ich habe, die ist nämlich cool. Was haben wir hier? Deep Sea Door. Meh, meh, meh. Ich muss gleich zur Arbeit. Aber es soll ja nicht euer Problem sein. Wie spät ist es eigentlich? Warte 2 Sekunden, ich muss auf die Uhr gucken. Es ist genau 4:38 Uhr morgens. Leck mich fett. So, was haben wir hier? Dann haben wir hier einen Glory Rifle. 1,75 €. Das sieht eigentlich ganz cool aus, aber das ist mir zu viel Kohle. Genau wie der Honeycomb. Ne, das ist ein langweiliger Stein. Den brauche ich nicht. So, Last Friend. Ein Ofen. Er sieht geil aus. Ich würde ihn ja eigentlich auch nehmen, aber ich habe mich in der letzten Zeit ganz schön. Oh, die sieht geil aus mit den toten Köpfen. Ich will sie haben. Pure Evil. Aber 1,75 €. Ich weiß es nicht. Ich trinke mal einen Schluck. Nee, 1,75 € ist mir doch zu teuer. Gut, dann gucken wir mal, ob wir was verticken können. So, Rust. Nein, das war verkehrt. Ich wollte was verkaufen. Verkaufen bitte, danke. So, was haben wir hier Feines? Ja, gut, die bringt 7 Cent. 3,58 €. Oh Mann, ey, wieso kommt nie ein geiler Survival Bag? Also kein geiler Schlafsack auf dem Markt, den ich mir kaufen könnte. Mal wieder, ups, mein Wecker geht gleich an. 1,41 € bleibt auch konstant. 1,20 € für die Frankenstein-Maske ist auch konstant. Die behalte ich auch. 85 Cent Peace Pipe. Ja, da hätte ich lieber die mit dem Totenkopf für. Aber der Hammer ist natürlich immer noch ziemlich cool bei 2,04 €. Aber den behalte ich. 3,18 €. Der geht auch langsam aber sicher runter. Und was kostet? 2,96 €, der war doch letztens noch bei weit über 3 €. Genau, 3,80 € war der vor ein paar Tagen. Ah, was ist mit meinem Frankenstein-Revolver? Den behalte ich aber trotzdem. 89 Cent. 1,97 €. Die Dor pendelt immer so bei irgendwas um die 2 € eigentlich. Normalerweise ist die auch höher. Was war denn das? 1,15 €. Verdammt. Wer verkauft die für 1,15 €? So, 2,87 € für meine Pickaxe. Ein Euro 22. Die Tür war so ein Mega-Reinfall. Das Garagentor war auch für den Arsch. Die gehen aber auch gerade alle preislich wieder ein bisschen runter. 1,63 €. Der war doch. Ja, hier, da habe ich geguckt. 2 €. Nee. 2,29 €, ja, ist immer so bei 1,60 €. Das bringt mir nichts, die zu verticken. Oh, diesen Ofen hier, den hätte ich mal sowas von lassen sollen. So, High Voltage Box, 1,61 €. Die werde ich aber nicht verkaufen. 1,12 €, Dead Man's Chest, die habe ich geschenkt gekriegt. Die war auch schon mal besser. Die beiden Öfen hier waren auch ein Reinfall bis jetzt. Aber ich behalte sie trotzdem. Einen auf jeden Fall. Und diese Chest hier, die Large Box, 1,44 €, ist auch nicht so geil. Das ist meine MP5. Die sieht mal mega geil aus. So mit Herzchen drauf und so. Und wieso ich hiervon jetzt 3 Boxen habe, das verstehe ich nicht. Was bringt mir das denn, wenn ich die verticke? 1,78 €, 20 Cent Gewinn, die kommt jetzt weg. Eine, zack. Noch eine, bei 2 weg. Ich weiß nicht, warum ich davon 3 habe. Verstehe ich nicht.
So, zwei weg. Bam. Wie sieht's damit aus? Die Sheet Metal Door behalte ich. Ich habe meine schöne leider verkauft. Und die Bone Dragon Hatchet behalte ich auch. Die habe ich aber auch relativ günstig gekauft. Und meine Python behalte ich natürlich auch, weil die finde ich ziemlich cool. Gut, es gibt nicht wirklich viel zu verticken. Ich könnte noch mal auf dem Community Markt gucken, wie das aussieht, was denn Rust so an günstigen Skins hat. Aber jetzt die 7 Cent Skins lassen wir jetzt mal weg. Ich bin eigentlich mal so auf der Suche nach einem Schlafsack für einen guten Preis. Dann könnte ich meinen anderen weghauen. Swamp Master. Ich könnte ja auch mal in der erweiterten Suche gucken, ob es ein Sleeping Bag gibt. Sleeping Bag. Bam. So, was ist denn der günstigste? Nee, was soll denn das? Aber ich will nicht so einen blöden Schlafsack. Der ist wirklich blöde. Was ist das hier? Spooky Pumpkin Bed? Oh nee, der sieht doch auch blöde aus. Ah, ich weiß es nicht. Wir können ja mal gucken. Captain's Bed, den habe ich damals nicht gekauft. Das war ein Fehler. So, was haben wir denn noch für feine Schlafsäcke? Hier ist Cannibal Survival Bag. Das ist meiner für 3,58 €. 3,58 €, 3,62 €, 3,80 €. Okay. Da geht mein Wecker wieder an. Okay, dann lasse ich das erstmal weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn, dann. Ciao.